Die wissen es. Ich hoffe, ich werde dem auch gerecht. Ich präsentiere euch eine Schrift, die ich als Diplomarbeit an der Zürcher Kunsthochschule gemacht habe, im 2011. Wie gesagt, ein total allgemeingültiger Name. Sie heißt Medien, weil sie für den Gebrauch in Lesegröße an Bildschirmen optimiert ist. Wie ist dazu gekommen? Zeige ich am Schluss der Präsentation. Zuerst zeige ich die Schrift, damit ihr auch alle seht, von was ich eigentlich rede und wie das aussieht. Es ist eine Schrift mit 6 Schriftschnitten. Also wir haben Regular, Medium, Bold und die entsprechenden Italics. Jeder Schnitt hat mehr als 480 Schriftzeichen. Also wir haben die Latin Basic, Latin Extended A, Latin Supplement, wir haben Pfeile, Bruchziffern, wir haben Icons, auch speziell solche Sachen, die für Bildschirme oder gerade Internetseiten interessant sind für Webfonts. Natürlich habe ich auch 4 Ziffernsätze, respektive 6, also proportionale und tabellarische Ziffernsätze, Versal und Medieval und hochgestellte und tiefgestellte und natürlich Pfeile und Icons. Eine gute Schrift heutzutage darf natürlich auch OpenType-Features nicht einfach so weglassen. Es gibt einige Alternativzeichen, das ist jetzt für die geradestehende und auch für Italic. Das sind die Ziffernsätze, OpenType, auch die 0 für die Programmierer, damit sie den Unterschied von dem O und dem 0 erkennen. Natürlich die Pfeile werden auch per OpenType gesteuert. Ligaturen, klar, das muss vorhanden sein. Und dann auch die zusätzlichen Icons, zum Beispiel sowas, was natürlich mit Webfonts und Internet sehr spannend wird. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Schriftgestalter, die behaupten können, dass sie gerne Kerning machen. Die Schrift hat an die 20.000 Kerning-Pars. Es gibt Schriftgestalter, die sagen, wenn eine Schrift gut zugerichtet ist, dann braucht es kaum mehr Kerning. Ich finde, es gibt immer noch unzählige Kombinationen, die man korrigieren kann, muss. Auch wenn sie zum Teil nie vollkommen werden, aber ich bin sicher, ich habe auch schon oft erlebt, dass dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe diese Kombination, wieso hast du da kein Kerning? Also es gibt die unglaublichsten Situationen, also habe ich geschaut, dass da alles abgedeckt ist. Und ja, das ist mal zur Schrift. Ihr habt vorhin gehört, wieso Screen? Ich muss dazu etwas ausholen. Und zwar, also die Zeit von diesen beiden Schriften ist bald vorbei, denke ich, jetzt mit der Advanced-Face-Technologie. Also wir haben ja bis 2019, war es so, dass wenn man eine Webseite machen wollte, eigentlich auf diese beiden Schriften zurückgreifen musste. Die meisten finden sie schrecklich, ich auch, zumindest im Druck. Aber einen Vorteil haben sie, bei 10, 11, 12 Punkten auf dem Bildschirm sind sie super. Also die wurden auch mit enorm viel Aufwand wurde da geschaut, dass die Schriften gut gehintert sind, dass sie genau die Pixel treffen etc. Also das denke ich, darf man nicht davon absehen, dass sie wirklich dafür sind sie gut. Für alles andere, das überlasse ich Ihnen, was Sie davon halten. Dann 2009 kam die Freiheit, möchte ich das mal sagen, also die Schriftfreiheit auf dem Netz. Wir können seither alle Schriften für Webseiten einsetzen. Es wird auch gemacht. Es wurde in kürzester Zeit wurden Tausende von Fonts als Webfonts aufbereitet und werden auch eingesetzt. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch gemerkt haben, ich merke es immer mehr, dass Texte auf Webseiten werden immer größer dargestellt als früher. Also wir sind bei 14, 15, 16 Punkt für Lauftext. Und das meiner Meinung nach kommt es daher, dass die Schriften, die wurden für den Druck hergestellt und nicht für Bildschirm, werden dann einfach quasi als Webfonts generiert, teilweise etwas gehintet, aber sie sind natürlich nicht für das gedacht. Also der Schriftgestalter hat sich nie erträumen lassen, dass die Schrift, die er macht, die gedruckt werden soll, auf einer Webseite zu sehen ist. Und da fand ich, gibt's ein Loch, also es braucht eine Schrift, die beides kann. Also die auf Bildschirmen gut daherkommt, also ich muss sagen, ich spreche immer von Lesegröße, also 10, 11, 9 Punkt, darum, aber auch am Bildschirm, auch im Druck, die Eleganz besitzt. Also wir sehen es ein bisschen bei der Verdana, die wurde ja schon von Grund auf auch für den Bildschirm hergestellt und sie läuft sehr breit, sie ist sehr klobig, also dann im Druck, irgendwie geht da etwas verloren oder ist etwas kaputt. Und das war
eigentlich die Aufgabe meiner Schrift, dass sie in allen aktuellen Medien, also Ausgabeformaten, zurechtkommt und möglichst identisch aussieht und überall gut einsetzbar ist, dass eigentlich die Kohärenz macht. Es gibt aber ein Problem, zum Beispiel nur schon beim Bildschirm ist es so, wir haben also das gleiche Schrift, gleiche Größe, vier verschiedene Browser und die Schrift wird immer anders dargestellt. Also wir haben im Druck, ist es klar, also auch da gibt es feine Unterschiede und im Bildschirm da haben wir ganz viele verschiedene Rendering-Situationen, also die Schrift, man kann es da sehen mit ClearType oder Grayscale-Rendering oder Ein-Bit-Darstellungen und auch Vektor. Also das sieht alles anders aus. Aber auch innerhalb der ClearType schaut es anders aus. Also ich kann die Schrift nicht einfach auf eine Ausgabe, also auf einen Browser anschauen und sagen, okay, das sieht gut aus, jetzt eine Schrift für ein Screen, sondern ich muss alles im Kopf behalten. Also die Leute müssen es auf dem Word gut ansehen können, auf verschiedenen Browsern, Betriebssystemen, auf Smartphone, Tablets und natürlich auch im Druck. Also dachte ich muss die Schrift so konzipieren, also die Form der Schrift, dass der Strichverlauf der einzelnen Zeichen möglichst genau auf das Pixelraster. Also eins haben sie, hatten ja die pixelbasierten Medien alle gemeinsam. Sie basieren alle auf Pixel. Die sind quadratisch in den meisten Fällen. Und daher hatte ich mich daran gerichtet, habe gesagt, okay, meine Schrift muss mit dem Kurvenverlauf möglichst oft, möglichst genau auf die Pixel treffen, damit sie gut dargestellt wird, weil ich als Schriftgestalter nicht kontrollieren kann, welche Situation habe ich. Habe ich Windows mit Internet Explorer oder habe ich Windows mit Firefox, Mac, Safari, also das ist ein ganzes Hin und Her. Ich bin so vorgegangen, dass ich die Schrift gestaltet habe, also ich habe immer während der Gestaltung hatte ich ganz viele Fenster offen im FontLab in verschiedenen Größen und konnte immer gleich schauen, wenn ich etwas verändere an einem einzelnen Zeichen, wie wird das in den verschiedenen Größen dargestellt. Wenn ich es dann da mal gedacht habe, sei es nicht so schlecht, dann habe ich das an einem anderen Computer angeschaut und ausgedruckt und dann immer so ein Hin und Her, also eigentlich ein endloser Zyklus, bis ich irgendwo wusste, okay, die Form, die hat jetzt überall am besten ausgeschaut und das kann ich so nehmen. Irgendwann hat man dann auch bestimmte Höhen, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren, also von X-Höhe, von Zwischenstrichen, zum Beispiel beim E, geschlossener Punzen, etc. Ich habe dann die Schrift auch auf mein iPhone geladen, habe mich einen ganzen Tag Arbeit um fast mein iPhone gekostet, aber es hat funktioniert, also nicht ganz, ich habe jetzt wieder die andere, also die Helvetica wieder drauf getan, weil mein Schrift war etwas größer als die Helvetica und zum Teil hat es dann bei den Kontakten zum Beispiel, konnte ich die Nachnamen nicht mehr sehen, weil die über die Bounding Box hinausgingen und dann meine Schrift nicht dargestellt wurde. Aber im ganzen System, sonst hat es funktioniert und schaut gut aus. Ist natürlich jetzt iPhone, weiß ich nicht, ob es eine gute Referenz ist dafür, weil es ist sehr hoch aufgelöst. Aber was wir vorhin gesehen haben, eine klassische Webseite, Wikipedia, habe ich das per Firebug eingebunden, um da immer auch zu sehen, wie sehen denn bestehende Webseiten aus, wenn die jetzt meine Schrift nehmen würden. Das ist so ein Verlauf, zum Beispiel vom A. Da sieht man ganz klar, ich hatte zu Beginn, weil ich mit den geschlossenen Punzen relativ klein, dachte dann, ich muss den größer machen, damit da genügend Licht reinkommt, wenn ich es sehr klein habe im Bildschirm. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass also wenn ich extrem klein gehe am Bildschirm, dann habe ich so oder so zu wenig Pixel, damit ich da noch einen weißen reinkriege. Und wenn es diese Situation gibt, dann möchte ich als Schriftgestalter, dass das hier zugeht und nicht unten, weil sonst kann man es nicht mehr als E erkennen. Dasselbe beim A. Also wenn ich jetzt den Mittelbalken etwas höher hätte, dann hätte ich die Gefahr, dass es mir hier oben zuschmiert und dann würde ich es nicht mehr erkennen. Also Das waren so Feinheiten, in denen ich mich bewegt habe. Vielleicht muss ich ganz kurz dazu sagen, ich habe kein Hinting vorgenommen. Also das Ziel war auch, die Schrift nicht nachträglich noch für den Bildschirm pixelgenau zu korrigieren, sondern wirklich die Grundform der Schrift schon so hinzukriegen, dass es das nicht mehr braucht, dass sie sich quasi anfreundet mit den Pixeln und da auch entsprechend daherkommt. Was vielleicht einigen schon aufgefallen ist, der Regularschnitt, der ist relativ leicht. Das geht auch darum, dass die Schrift bei den Größen von 10, 11, 12 Punkt nicht, also die Stammstärke, nicht plötzlich 2 Pixel aktiviert. Also ich konnte das so, also oder erst möglichst spät 2 Pixel aktivieren.
konnte so verhindern, dass die Schrift zu stark verfettet wird im Bildschirm. Und musste natürlich auch noch Platz haben für Medium und Bold, die dann auch noch gut dargestellt werden müssen. Da unten sieht man ein Beispiel in Echtgröße, das sind jetzt 12 Pixel Höhe. Hier liegt es auf dem Raster. Also da kann man das sehr gut erkennen. Also das E ist hier auf dieser Zeile. Das DRS ist schön oben im Pixel. Auch hier das A sauber drin. Ich kann natürlich nicht für alle Größen auf die einzelnen Größen eingehen, weil die Schrift die ist skalierbar. Also das heißt, ich kann zwar ein Raster nehmen von 12 Pixel und sagen, okay, das passt alles schön rein. Dann habe ich es auf 9 Pixel und dann ist alles katastrophal. Also ich musste so einen ganz feinen Mittelgrad zwischen wo passt es am meisten, wo ist es nicht so schlimm, wenn es nicht genau passt. Also zum Beispiel hier sieht man das L voll in der Mitte von 2 Pixel. Also wenn man das in klein anschaut, merkt man es vielleicht nicht. Wenn man näher kommen würde, dann würde man sehen, dass das sauber aufgespaltet ist. Das wirkt dann von weit her, wird das optisch wieder wie ein normaler Balken. Aber es ist natürlich eigentlich die schlimmste Situation, die passieren kann. Aber das kann man nicht verhindern mit dieser Vorgehensweise, aber man kann es möglichst stark reduzieren. Kurz etwas zu den Merkmalen. Also es gibt eine extrem hohe X-Höhe. Das ist eigentlich, macht man sehr oft bei Schriften für Lesegrößen. Ich habe sehr flache Endungen von E und A. Das war auch da die Idee, dass im Druck, also dass die Spannung des Bogens des A's, dass der bis eigentlich in die letzte Ecke, also auch beim E, erhalten bleibt, dass er nicht irgendwie einfach dann gerade rausläuft, aber so wenig zurückkehrt nach unten, dass es nicht irgendwie neue Pixel aktiviert plötzlich. Also dass es sich da eigentlich sauber in diese Zeile aktiviert, aber im Druck dann trotzdem eine Spannung hat und nicht plump wird plötzlich. Also man sollte es der Schrift ja auch nicht unbedingt ansehen, dass sie für Pixeldarstellung optimiert ist. Das ist ein Detail, das hat auch mit der X-Höhe zu tun. Also ich habe die ganze Schrift, die ist auf dem Schriftkegel sehr hoch angelegt. Dadurch hatte ich etwas zu wenig Platz unten für die Unterlängen, weil ich habe 1000 Einheiten, schnell für die, die es vielleicht nicht wissen, 1000 Einheiten, wo ich die Schrift drauf anlege. Und da ich mit diesem Bereich schon sehr viel Platz davon gebraucht habe, muss ich unten und oben bei den Oberlängen etwas einsparen. Und da ist einfach ein kleiner Trick beim G, ich mache das etwas kürzer. Habe hier kein Problem, weil es so oder so ein großer Punzen ist, kann aber hier relativ viel gewinnen und der Gefahr entgegensteuern, dass es da zuschmiert. Das nochmal und zeigen wegen den Punzen. Was ich vorhin erwähnt hatte wegen der Kegelhöhe, war dann auch bei den Versalzeichen mit Akzenten plötzlich problematisch. Also, ich weiß nicht, wer das weiß, aber also, wenn man bei Versalzeichen Akzente drauflegt und zu stark über diese 1000 Einheiten hinausgeht, dann habe ich, wenn ich einen Text im Word schreibe, dann schneidet es mir die Akzente einfach ab und ich sehe sie nicht mehr. Also muss ich garantieren, dass die Akzente genügend weit nach unten kommen, damit sie nicht abgeschnitten werden. Also hatte ich einfach die Versalzeichen, die Akzente haben, etwas kürzer gemacht. Daraus hat sich mir per Zufall als gewollt was ziemlich Schönes ergeben, und zwar dadurch kommen die Akzentzeichen auf derselben Höhe zu stehen, was mir garantiert, dass sie im Bildschirm auch gleich dargestellt werden. Also wenn ich einen Akut habe, dann sieht das, wenn es mal dargestellt ist, in einem Text immer gleich aus, weil es auf derselben Höhe steht. Es werden dieselben Pixel aktiviert. Eine der größten Problematiken von Schriften am Bildschirm, oder generell Bildschirm, ist die Diagonale, weil senkrecht und horizontal kein Problem. 45 Grad ist auch kein Problem, das geht ja schön in die Kachelung. Aber irgendwo dazwischen, also es ist, ich muss das vielleicht kurz sagen, ist der 0 Grad, jeweils um 5 Grad gedreht ein Balken. In den verschiedenen Schriftgrößen, um zu sehen, wo wird es wirklich zum diagonalen Strich und wo ist es eine Senkrechte mit irgendwelchen komischen aktivierten Pixel, wo man nicht genau weiß, was es ist. Das ist das Ergebnis. Also ab
20 Grad Drehung, spürt man, dass es eine diagonale Linie ist und nicht irgendwas was Komisches. Also natürlich tendenziell bei 9 Punkt etwas weniger als bei 13, aber auch da ist es der erste Moment, wo es optisch wirklich als Diagonale wahrgenommen wird und nicht als irgendwas Undefiniertes. Das war dann der Einfluss davon auf die Schriftzeichen mit Diagonalen. Also wir haben hier klar bei dem Prozent 45 geht, aber den Slash kann ich nicht 45 Grad machen, weil das wird mir viel zu breit. Das funktioniert nicht. Und auch das L-Slash, also wenn das 45 Grad ist, dann habe ich hier zu wenig Platz und dann schmiert es dazu und wird nicht mehr als das erkannt, was es ist. Die Diagonale ist natürlich auch ein Problem bei der Italic. Meine erste Idee war, ich mache eine gerade stehende Italic. Habe das dann auch versucht, habe das einigen Leuten gezeigt, die nicht schriftaffin sind. Und die haben dann alle gefunden, da ist deine Schrift kaputt. Also es war so im Lauftext. Da habe ich dann schnell gemerkt, dass das nicht geht, weil jemand, der sich Verdana und Arial gewohnt ist, der erkennt eine Schrift, die nicht schräg gestellt ist, nicht als kursiv. Das geht nicht. Trotzdem ist sie sehr wenig geneigt. Also ich habe 5 Grad und das ist das, was man vorhin gesehen hat mit den Diagonalen. Bei 5 Grad geschieht in den meisten Fällen noch kaum etwas am Bildschirm. Im Druck nehme ich es aber als kursiv wahr. Und die Schrift, also die Grundstruktur der Schrift ist ganz klar viel, viel dynamischer aufgebaut als die gerade stehende. Also ich habe den Italic-Charakter. Ist auch am Bildschirm wirkt es auf eine Art, also schräg gestellt, also kursiv vom Charakter her. Und im Druck aber habe ich die Diagonale, die das ganz klar zeigt. Ich zeige später noch Beispiele vom Text, dann kann man das da auch gut sehen. Das ist ein Vergleich mit den Schriften, die ich vorhin genannt habe. Also wir haben hier Verdana und Arial Italic. Das sind meiner Meinung nach mehr oder weniger einfach schräg gestellte, gerade stehende. Und oben die Medien, wirklich eigentlich eine echte Kursiv, ebenfalls optimiert für eine Pixeldarstellung. Da auf dem Raster ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also wir haben diese 5 Grad und wenn man schaut hier bis da oben, füllt genau die Pixelbreite, aber geht hier nichts, also gibt keine komische Treppenbildung. Natürlich mit der Oberlänge ist es etwas anderes, aber da habe ich gemerkt, dass wenn zum Beispiel hier das noch eine Stufe quasi gibt, dann tut es dem Lesefluss nichts ab. Also ich kann hier viel erzählen und so, man muss es wirklich dann anschauen im Bildschirm, auch auf unserer Webseite kann man das dann sehen. Also das als Textbeispiel, also wir haben ja auch wieder Verdana und Arial, das sind die Schriften, die man bisher wirklich für diese Größen gebraucht hat und das ist natürlich dann der harte Test, ob dann meine Schrift wirklich auch funktioniert. Also habe ich das auch während der Entwicklung immer mit diesem verglichen, mit anderen Schriften verglichen, geschaut, was passiert. Und wie kommt das, wie das so daherkommt. Etwas Auffälliges ist auch dass meine Schrift viel leichter wirkt als Verdana und Arial, kommt auch natürlich von der relativ feinen Strichstärke. Da ist auch ein bisschen das Ding, also wir haben zum Beispiel Safari, der rendert Schriften relativ leicht und Firefox eher fett. Also kann man da, wenn man eine Webseite hat und weiß, okay, alle, also 80% von den Usern meiner Webseite, die haben Safari und ich will die Schrift nicht zu leicht haben, nehme ich den Medium-Schnitt und wenn ich alle Firefox habe, dann kann man so etwas quer verhelfen. Optimal wäre natürlich dann auch ein Font-File für den Firefox im Medium-Schnitt zu haben und eins für, im Regular-Schnitt und eins für den Safari im Medium-Schnitt, dass das in etwa gleich kommt. Aber das sind Zukunftsvisionen, wie man das noch weiter ausspinnen könnte. Hier noch das Beispiel in Bold von Anschnitten. Und 2-3 Anwendungen. Das ist ein Heft über ein Magazin über einen Künstler, Paul Ziesler. Da wurde für die ganze Ausgabe die Medien benutzt. Ich habe das Heft auch hier, falls es später jemand anschauen möchte. War auch für mich so ein Mann. Erster Eindruck, wie das daherkommt, wenn es wirklich in ein Produkt eingebaut ist, wenn es gemischt wird mit anderen Schriften, wenn es Offset gedruckt ist, etc. Und natürlich noch ein Web-Einsatz. Also es wurde sogar auf Bundesebene entschieden, dass sie besser ist als die Arial. Also die hatten für die Schweizerische Eidgenossenschaft, für die
Zollverwaltung, die haben im Intranet haben sie ein Tool, wo sie alle Waren, die über die Grenze gehen, eintragen. Die waren quasi vor dem Entscheid, nehmen wir die Areal gratis oder die von Anton Studer und müssen dafür bezahlen. Ich glaube, sie haben sich richtig entschieden. Ob sie sich noch umentscheiden, das sehe ich noch. Also jetzt im Januar ging das, ist leider nicht öffentlich einsichtig. Also ist ja ein geschlossener Bereich. Aber ich hatte die Erlaubnis, einen Screenshot zu zeigen. Ja, kaufen kann man die Schrift auf unserer Webseite, Nouvelle Noire. Unsere ganze Webseite ist auch mit dieser Schrift gemacht. Und ab nächster Woche oder schon ab dieser Woche kann man bei FontTech die Schrift auch als Webfont kaufen. Also wir verkaufen die Druckschriften und AdFont, also FontTech, verkauft die Webfonts. Aber man kann auch, wenn man Self-Hosting machen möchte, das direkt bei uns beziehen oder einfach anfragen, wenn man Fragen hat für Testversionen etc. Herzlichen Dank. Ganz lieben Dank. Ich finde es ja wirklich erstaunlich, dass die Schweizer etwas wirklich auf besondere Art und Weise auszeichnet. Und ich würde das Überlebenskunst nennen. Die Fähigkeit, sich an unglaublich vielen Parametern zu orientieren und in der Lage zu sein, dazwischen immer noch einen kleinen Zwischenraum zu finden, in dem man auch noch sein kann. Ich habe Schwierigkeiten mit Schnee und ich kann mir unmöglich vorstellen, mit dieser Menge Berge umzugehen. Aber die Schweizer schaffen das. Und er ist nun auch noch ein Beispiel dafür, wie man im Grid beim Schriftgestalten irgendwo noch einen ganz kleinen Zwischenraum im Rahmen von 5% findet. Ich gratuliere dir dafür. Vielen Dank. Dankeschön.